So, guten Abend. Das Spiel, also falls wir live sind, ich hoffe mal, wir sind live. Das Spiel davor hat ein bisschen länger gedauert, deswegen mit ein paar Minuten später sind wir jetzt gleich zum Anpfiff bereit. Und zwischen der Partie FC Germania Helsinki gegen FC Ellas. So, gleich sind wir bereit zum Anpfiff. Zur Startaufstellung. Liam ist heute gut für ihn im Urlaub. Schlecht für uns, oder vielleicht nicht schlecht für uns, ist Keegan heute im Tor. Und mit der ersten Aktion des Spiels, André mit dem Kopfball gerade, ich glaube, das war nicht auf der Kamera. Die Startaufstellung heute, glaube ich, wieder, nein, eine Viereraufstellung heute. Doch drei Aufstellungen. So, Ellas macht er auf links, ein bisschen schon relativ viel Druck schon. Ellas beißt sich auf der linken Seite da fest, wird dadurch von drei Mann umzingelt. Ich weiß nicht, wie gut es auf der Kamera ist, wahrscheinlich gar nicht so arg gut. Und es gibt den ersten Eckball für Ellas. Oder Einwurf, ich weiß nicht. Sie warten auf den Ball. Der Ball ist immer noch nicht da. Deswegen kann ich kurz zur Startaufstellung weitergehen. Da ist er wieder. Einwurf war's. Jack geht nach vorne. Sieht, will dann in die Mitte passen, allerdings beißt sich am Gegner fest und Gegner stellt ein Bein dazwischen. Gegner mit der Nummer 7. Passt den Ball zurück ins Mittelfeld zu 77. Schöne Seitenverlagerung, gute Ballannahme. Elias macht etwas Druck. Elias heute zusammen mit Gima im Sturm, Doppelspitze. Dahinter auf der Nummer 10, dieser Sebastian. Und im Mittelfeld Jack mit Nikolai. Auf den Außenbahnen André rechts und Dobby auf links. Zentrale Defensive. In der Defensive Matthias Aulbach, Georgi und Tapio. Marek ist auf links, sorry. Und Keegan im Tor. So, nächster Einwurf für Ellas. Rein kommt noch gut an den Ball, an den Mann. Kann sich da gut im Mittelfeld durchsetzen, allerdings Ball gewinnen. FC Germania fast auf die Kamera drauf. Das war etwas nah. Das wird ein sehr interessantes Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Ellas, normalerweise immer ein sehr starker Gegner. Letztes Jahr, ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Pokalgewinn im Elfmeterschießen gegen Ellas. Ellas letztes Jahr noch Nellonen, also abgestiegen. Das heißt, die Leistung des Gegners heute unbedingt nicht zu vernachlässigen. Zu unterschätzen. Aber hoffen wir mal, dass heute drei Punkte rausspringen, wie gestern schon bei dem Sieg von dem Akademie-Team. Gestern FC Germania Akademie-Team, unter zweite Mannschaft. Gut einen 1-0-Sieg rausgeholt. Hoffen wir mal, dass es die erste Mannschaft heute besser macht oder genauso macht. Ellas mit dem Ball gewinnt im Mittelfeld mit der Nummer 77, flankt ihn weit rein, kommt dagegen, Keegan kommt an den Ball mit dem Fuß.
Gegen heute, wie gesagt, im Tor, weil Liam im Urlaub ist. Gegen hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Vor 2 Monaten noch einen Finger gebrochen. Also garantiert keine guten Vorzeichen für ja, einen im Tor zu stehen heute. Allerdings hoffen wir mal das Beste. So, Jack, eigentlich mit dem Ball gewinnen, aber nicht. So, werden zurückgerufen wieder. Germania heute übrigens mit viel, viel, viel Kraft im Sturm. Ich glaube nominell ja, fast 5 oder 6 Stürmer im Kader. 17 Auswechselspieler. Also sollte einiges noch auf der Bank sein, was mit Kraft nach vorne spielen kann. Ellers mit dem weiten Freistoß nach vorne Richtung Mittelfeld. Georgi köpft den Ball nicht ins Aus, klärt er nicht ins Aus. Ball wieder reingeklärt. Marek verstellt sich da mit dem Fuß und kann ihn nicht klären. Ilias von hinten mit dem Ellenbogen fault den Gegner. So eine Freistoßsituation aus ja, halbwegs aussichtsreicher Position für Ellers. Könnte gefährlich werden für unsere Defensive. So, es werden 3 Leute in die Mauer gestellt. Nochmal kurz zurückgestellt. Stehen ein bisschen zu nah dran. Es stehen 2 Schützen bereit von FC Ellers, um den Ball reinzubringen. Es wird der Linksfuß sein. Flach rein, allerdings gegen, ohne Probleme. So, sieht auf rechts. Wäre Matthias frei. Wir finden zurück links zu Marek. Marek mit dem Ball zu Nikolai. Nikola auch wieder seit langer Verletzungspause wieder zurück im Kader. Willkommen zurück. Und es gibt den nächsten Einwurf für FC Ellers. Einwurf nach vorne. Tapio kann da dazwischen kommen, wird er etwas rüde gestoppt. Deswegen gibt es auch das Offensivfoul, wird das Offensivfoul gepfiffen. Und es gibt wahrscheinlich einen weiten Freistoß, durchgeführt von Keegan, um etwas, hoffentlich das Spiel, den Spielverlauf etwas mehr in die Hälfte von Ellers zu drücken. Um etwas Erleichterung zu schaffen vor unserem Tor. Keegan mit dem weiten Ball nach vorne, Jack versucht da Jack zu finden, allerdings findet, ja, Georgi kommt da mit dem Ball, mit dem Kopf nach vorne, Richtung Marek. Marek kommt nicht mehr ran. So gibt es Einwurf für FC Ellers. Ilias und Gima pressen hoch, stören den Gegner relativ früh, schon im Morgen 16er. Und da ist Sebastian dazwischen. Sebastian mit dem Ballgewinn in die Mitte. Ah, schade, ist der Gegner dazwischen. Allerdings Marek weiter mit dem Ball. Verlagert das Spiel in die Mitte. Sieht da sehr gut André frei. Wäre frei gewesen. Der Gegner kam halt dazwischen. Jetzt hohes Pressing von Germania-Seite. André und Gima pressen relativ hoch. Yeah. Nikolai mit dem Ball gewinnt, sehr stark. Nikolai weiter mit dem Ball. So, okay, ins Aus. Einwurf für FC Ellers. André gestern schon bei der FC Akademie ausgeholfen, genauso wie Georgi. Beide etwas eine Halbzeit gespielt, also hoffen wir nicht, dass es ihre. Oh Scheiße, genau, das soll ich nicht sagen, genau in die Mitte geklärt. Sehr gut, der Ball kam etwas ungenau. Zu Ilias, Ilias setzt ihn zurück zu Sebastian. Sebastian, einen weiten Ball nach vorne. Schade. Gima kann da gerade nicht dran. Gerade gesagt, André sowohl als Georgi gestern bei der Akademie ausgeholfen, beide etwa eine Halbzeit gespielt. Ja, das war nicht stollen, hat man nicht stollen gehört. André gut mit dem Ball nach hinten zu Matthias. Matthias weit nach vorne. Versucht er sowohl Ilias als auch Gima zu finden, irgendeinen zu finden. Ei, da war das Bein ein bisschen hoch vom Gegner. So gibt es den ersten Freistoß in der Hälfte des Gegners für FC Germania.
Jack wird den Freistoß ausführen. Zentrale Position. Schon weit nach vorne, nach links. Allerdings kommt der Gegner an den Ball mit dem Kopf. Und so direkt die Konterchance für Ellas. Allerdings ist Tapio schnell genug an den Gegner abschütteln. Sehr gut. Sehr gute Körperbewegung von Tapio. Sofort wieder nach vorne gespielt. Zu Sebastian. Sebastian mit dem Ball. Versucht sich dadurch zwei Gegner durchzuhaupten. Ball geht durch zu Marek. Marek in die Mitte zu Gima. Gima mit dem Ball. Gima mit dem Ball. Schießt ab. Allerdings am Tor vorbei. Schade. Schade. So war das sehr gute Situation. Gima leicht etwas verzielt den Ball. Allerdings hat der Gegner auch sehr gut gestört da. Sodass er nicht in eine gute Situation zum Abschluss kam. Allerdings erste sehr guter Abschluss für FC Germania. Hoffen wir mal, dass weitere kommen. Weiter Abstoß von Ellas. Jack mit dem Ball gewinnen, mit dem Kopfball gewinnen. Zu Sebastian. Sebastian. Ui, wird der Rüde gestoppt. Ball gespielt allerdings, sagt der Schiedsrichter. Geht weiter. Jack. Tackle. Jetzt. Da war etwas mehr Bein als Ball dabei. So, gibt es einen Foul von FC Germania und Freistoß für Ellas. Ellas passt ihn zurück. Defensiv hat er keinen Weg gefunden, um durchzupassen oder zu schießen. Und jetzt ist wieder ein relativ hohes Pressing vom FC Germania. Allerdings ist im Zwischensturm im Mittelfeld etwas große Lücke. Die da auch sofort überspielt wird. Jetzt ist die Mitte frei. Nikolai sehr gut mit dem Ball gewinnt zu Jack. Jack schießt ihn nach links außen zu Tapio. Tapio weiter in die Mitte zu Nikolai. Versucht ihn da durchzuschieben, direkt zu Ilias. Allerdings Ball etwas versprungen über die Sohle und geht direkt zum Torhüter. Abstoß Ellas, weit. Tapio versuchte dann den Gegner zu stören. Allerdings hat der Gegner sich den Ball gut zurechtgelegt. Nach hinten wird er von Ilias gestört, sehr gut. Einwurf Ellas. Ja, Ball ist noch drin. Wird zurück auf die andere Seite verlagert. Gute Seitenverlagerung von FC Ellas in dieser Situation. Sehr gut gestoppt von André. Und sogar das Einwurf für FC Germania. Matthias mit dem Ball. Versucht da Kema zu finden. Setzt sich da auch sehr athletisch durch zu Jack. Jack. Schade. Direkt in die Brust des Gegners. Jetzt ist im Mittelfeld etwas eine Lücke. Jack muss schnell wieder zurück um seine Position. Also wieder da, sehr gut. Gima läuft an. Allerdings als einziger. Verspringt etwas der Ball. Keegan. Also ist der Ball etwas gegen etwas versprungen. Glück gehabt, dass Ellas die Situation nicht besser nutzen konnte. Und sehr gut, dass Georgi da mit dem Bein dazwischen gekommen ist und der Ball rechtzeitig geklärt hat. Weiter Ball nach vorne Richtung Matthias. Matthias mit dem Ball, mit dem Kopfball zurück in die Hälfte von Ellas. Und jetzt mit der Nummer 7 mit dem Ball. Nikolas mit dem Ball gewinnen. Nikolas mit dem Ball. Wird er gestoppt. Und so geht's wieder Freistoß für FC Germania. Jack wieder mit dem Ball. Diesmal zu links, zu Marek. Ist er nicht ein bisschen? Nein, sehr gut. Ist gut angenommen. Marek mit dem Ball zu Nikolai in die Mitte. Marek zu Nikolai wieder. Zu Ilias. Marek links mit dem Ball zurück in die Mitte zu Ilias. Passt ihn zurück in die Mitte. Allerdings direkt im Torwart. Da wollten wir das Spiel etwas schnell machen. Allerdings ist nicht viel daraus entstanden. Leider. Marek mit dem Ball gewinnen, mit dem Ball nach vorne. Sebastian am Ball im Mittelfeld. Passt den Ball zu Jack. Jack passt den Ball nach rechts außen zu André. André kann den Ball nicht mehr kriegen. Schade. Etwas weiter Ball.
Unlucky Boy. Aber guter Laufweg von André. Guter Pass von Jack, nur etwas zu weit. Und Abstoß wieder FC Ellers. Jack wieder mit dem Kopfballgewinn im Mittelfeld. Gefühlte 1,60 großen Gewinn jeden Zweikampf. Sehr gut. Tapir mit dem Ball links. Zurück zu Marek. Marek schießen weit nach vorne. Schade, da ist das Bein vom Gegner dazwischen gewesen. Allerdings sonst wäre Sebastian frei gewesen. Nikolai versucht ein Zentrum zu stören. Ball mit nach links verlegt. 8. Und Georgi wieder mit dem sehr starken Ballgewinn. Touch it down, mate. Touch it down. Nice. Unlucky. Keep battling, mate. Keep battling. Gima gerade wieder mit seinen sehr athletischen Künsten im Mittelfeld versucht, den Ball zu behaupten und wird davon den Ball allerdings verloren. Allerdings Nikola gerade wieder mit dem Ballgewinn. Sebastian passt ihn nach. Schade. Wollte ihn da direkt schnell zum Markt machen. Ihn Georgi wieder mit dem sicheren Rückhalt. Marek, Georgi, echt eine Verstärkung dieses Jahr in der Defensive. Ein Brand, ein Fels in der Brandung. Da ist das Bein dazwischen gewesen. Allerdings pfeift der Gegner der Ball. Also, der Pass war echt nicht gut. Kopfballgewinn von FC Ellers. Allerdings wieder Georgi da. Tapio mit dem Ball wieder nach vorne geklärt. Tapio gerade. Okay, es gibt Foul von Sebastian gepfiffen. Habe ich nicht so gesehen, aber na gut. Okay. 15 Minuten gespielt. Das Spiel ist bisher sehr ausgeglichen. Keine Seiten haben bisher eine sehr gute Chance. Ah, da ist allerdings die sehr gute Chance, gerade wo ich sage. Für FC Ellers Glück für FC Germania, dass er nämlich den Ball nicht gut durchkam. Jack mit dem Ballgewinn nach vorne, treibt er nach vorne. Gima, schade. Jack wieder mit dem Ballgewinn auf rechts zu Nikolai. Nikolai schnell nach vorne zu Gima. Gima in der Mitte ist frei, in der Mitte ist frei. Gima auf der rechten Seite mit dem Ball, trippelt am Gegner vorbei. Bastian direkt in die Mitte, allerdings direkt zum Torhüter. Schade. Sehr gute Situation, sehr guter Abschluss. Sehr starke Situation gerade von FC Germania. Trotz der Glückssituation, dass FC Ellers mit dem Ball im eigenen Strafraum nicht gut drankam und so die Chance nicht verwerten konnte. Direkt in Kontersituation mit Jack mit dem langen Ball auf Gima. Der da die Situation allerdings auch nicht verwandeln konnte. So, weiterhin hoher Druck von FC Germania. Elias läuft den Ball an. Jack und Nikolai im Mittelfeld. Georgi kommt raus, sehr stark mit dem Werfeiten. Ball nach vorne, der geht fast aufs Tor. Nee, schade. Das wäre fast der zweite Torschuss gewesen. Andri beißt sich da etwas auf die Zähne. Hält sich da im Oberschenkel. Referee! So, im Mittelfeld lag einer auf dem Boden, steht allerdings wieder. André hat sich am Oberschenkel gehalten und musste ausgewechselt werden. Hoffentlich war die Doppelbelastung von gestern nicht zu viel, sodass er im zweiten Spiel wieder angreifen kann. So, jetzt erstmal Benny Lomberg auf dem rechten Flügel unterwegs. Jack wieder mit dem Ball gewinnen. Zu Gima auf der rechten Seite mit dem Ball, dribbelt am Gegner vorbei. Nee, nicht ganz. Drückt da wirklich voll auf das Gaspedal. Benny fast mit dem Ball gewinnen. Einwurf für Germania.
Ball zurück in die Defensive zu Georgi. Georgi passt hin zu, auf die linke Seite zu Tapio. Tapio mit dem Ball in die Mitte zu Sebastian. Sebastian nach links außen zu Marek. Und Marek nach vorne. Dribbelt da, versucht am Gegner vorbeizudribbeln, passt ihn in die Mitte zu Nikolai, Nikolai zu Tapio. Nikolai wird sehr tief gepresst. FC Ellers läuft etwas höher auf. Sollte etwas Platz im Mittelfeld geben. Nein, das war ein schlechter Pass. Direkt in die Mitte, der Pass kommt genau in die Schnittstelle. Allerdings konnte der Ball nicht gut annehmen. Uiuiuiuiui. Da war der Pass von Georgi nicht gut, direkt in die Gegner, in die Füße vom Gegner. Der hätte da durchaus mehr draus machen können. Glück für uns, dass er nicht draus mehr draus gemacht hat. Mehr draus machen können. Glück für uns, dass er nicht draus mehr draus gemacht hat. Das hätte eine sehr brenzlige Situation werden können. Matthias mit dem weiten Ball nach vorne, findet da Gima nicht ganz. Benny verspringt da leicht der Ball. Jack wieder mit dem Ballgewinn. Wird da gefoult. Wird da gefoult, allerdings sieht der Gegner das nicht so, der Schiedsrichter auch nicht. Jack, signal to continue play on. I don't know if that was a foul or not, but game continues. Lambeck mit dem Ball gewinnen, Sebastian zurück nach vorne, Kima wollte mir der Brust annehmen. Ui, der wieder, ui. Gegner auf links zu Tapio, Tapio mit dem Ball zurück in die Mitte zu Georgi, Georgi zu Matthias, Matthias mit dem Ball nach vorne zu Tapio, zu Benny Lamberg, Benny mit dem Schnellpass in die Mitte. Tapio auf der linken Seite, hat viel Platz, läuft da nach vorne, passt ihn zu Sebastian, sehr guter Pass, der passt ihn zurück zu Elias, Elias in die Mitte zu Sebastian. Schade, komm da mit, da kommt der Ball in den Ball. Schade, nein. Nein. Sebastian kann da fast gut mit dem Ball dran. Nee, der ist etwas zu weit. Sehr starker Pass von, ich glaube, Nikolai war es in die Mitte zu Sebastian, der da auch sich gut durchgesetzt hat und fast an den Abschluss gekommen ist, oder sogar an den Abschluss gekommen ist. Allerdings ist der Gegner etwas dazwischen gekommen. Good pressure. Guter Druck hier von Germania. Nach 22 Minuten Chancen häufen sich für Germania Seite. Allerdings auch immer wieder die gefährlichen Vorstöße und Konter von Ellers. Also Spielstand von 0-0 ist gerecht. Es fängt etwas an zu regnen hier. Offenbar ist es keine größeren Probleme für die Technik gemacht. Das war etwas die Hand. Und jetzt gibt es Einwurf FC Germania. Matthias mit dem Einwurf. Der wird da sehr. Elias! Schnell Jack, geköpft. Jack, take a break. Elias und Jack werden ausgewechselt. Lee und Kuku kommen rein. Kuku ein weiterer Stürmer. Elias auch gerade auf der Stürmerposition. Lee gerade sofort mit dem Ball gewinnen. Auf rechts auf die Seite zu Gima. Gima, der da nicht gut durchkommt auf der Rechner, der allerdings im Abseits steht. Schade. Lee ersetzt Jack positionsgetreu im Mittelfeld. Wahrscheinlich auf der 8er Position. Ich muss mir etwas mal einen Pulli anziehen, mit etwas frischem Regen. Ich melde mich gleich wieder.
So, etwas den Computer abgedeckt mit einem Regenschirm. Hoffe, das passt soweit. Kamera ist allerdings immer noch im Nassen. Aber die sollte wasserdicht sein oder halbwegs. Alex haben wir auch nicht vorgehabt, schwimmen zu gehen, also hoffen wir, dass es den Regen abhält. Die Sonne scheint auch wieder durch. Schön. Das wird einen schönen Regenbogen geben. Ilias, gucke mit dem Ball gewinnen. Auf der linken Seite Marek. Marek kommt da dazwischen, versucht das zu sprinten, allerdings kommt er nicht mehr dazwischen. Kuku gerade schön. Auf der linken Seite wollte den Ball da in die Mitte passen. Marek mit dem weiten Einwurf in die Mitte, allerdings direkt ins Aus. Doch nicht so hübsch. Doch nicht so schön. Marek mit dem Kopfball nach vorne, versucht Kuku zu finden. Kuku sehr schnell, setzt den Gegner sofort unter Druck. Jetzt sehr hohe Drucksituation, Kuku mit dem Ball in die Mitte. Ah, Kuku, komm mit dem Ball! Schieß ab! Nein! Das gibt's doch nicht! Ah. Schade. Kuku da gerade hat den Torhüter sehr stark unter Druck gesetzt. Der hat den Ball nicht fangen können, unter Kontrolle gehabt. So kamen Gima und Kuku beide irgendwie zum Abschluss. Allerdings haben der Gegner dann schnell zwischen die Pfosten und hat den Ball gefangen. Eieieiei. Ja, Glück für Germania wahrscheinlich in der Situation. Ui, Kuku wieder mit dem Ball auf der linken Seite. Nikolai mit Sebastian mit dem Ball gewinnt. Kuku bringt den Ball in die Mitte, ins Aus. Schade. Da war schon aus. Schade. Sehr hohe Druckphase gerade von FC Germania. Sehr gute Situation. Die Abschlüsse häufen sich. FCL, das wird jetzt wirklich in ihre eigene Hälfte quasi eingedrückt. Starkes Spiel bisher. Macht knapp. Lee kommt da gerade nicht an den Ball in die Mitte. Schiedsrichter ist eigentlich Luft in dieser Situation. Allerdings nicht. Sebastian ist stark mit dem Ball von links. Nein! Da hat sich gut durchgesetzt, wollte den Ball noch irgendwie in die Mitte durchsetzen. Kam allerdings nicht mehr dabei. Dazwischen ist er umgefallen. Jorge mit dem Ball auf die rechte Seite. Benny Lambeck mit viel Platz vor sich. Kann nach vorne laufen, passt ihn in die Mitte. Na, wollte den Nikolai treffen. Schafft es allerdings nicht ganz. Lee versucht dann den Gegner in die Mitte zu stören. Dapio mit dem Ball zu Lee. Lee passt den Ball sehr stark in die Mitte zu Sebastian. Sebastian weit nach vorne wieder nach Tsugima. Kuku war das. Schade, etwas zu weit. Kuku wieder sehr früh unter Druck den Gegner gesetzt. Im Hintergrund ein schöner Regenbogen. Schön ist es hier, Herr. So wie mein Monem sagt. Schön. Nochmal zu unserer Stürmersituation. Wir haben jetzt noch, es wärmen sich auch gerade noch zwei Stürmer auf, bis wir die Stürmer spielen können. Sowohl Kuku als auch Gima sind beides pfeilschnelle Stürmer. Kuku wahrscheinlich der schnellste Spieler, der jemals bei Germania gespielt hat. Hoffen wir mal, dass wir seine Geschwindigkeiten noch öfters zu sehen kommen. Und mit glorreichem Abschluss. Marek auf der linken Seite mit dem Ball, Ball zurück zu Nikolai. Tapio weit mit dem Ball nach vorne. Schade. Sebastian kam da gerade nicht mehr an den Ball. Guter Pass nach vorne, guter hoher Ball nach vorne von Tapio. Teuter versucht da irgendeine Anspielsituation zu finden, findet den Gegner. Georgi allerdings wieder mit dem Ball gewinnt zu Sebastian. Sebastian zu Lee. Lee kann den Ball nicht behaupten. Allerdings keine Gefahr. Einwurf erlassen.
Na, das Gute ist, sobald einer den Ball verliert, ist jemand anderes von der Zirkemania da, um ihn zu unterstützen, sodass keine brenzlige Situation draußen steht. Zumindest ist das bisher der Fall. Und bis auf ein paar wenigen Ausnahmen auch diese gesamte Saison schon zu sehen. Mario auf der linken Seite mit dem Einwurf zu Kuku. Kuku versucht den Ball zu stoppen. Ball ist immer noch im Spiel zusammen aus und es gibt den nächsten Einwurf für die Jungs in Blau-Weiß. In die Mitte, Gima mit dem Ball, passt den. Ah, schade, wollte den nach rechts zu vorne zu Benny passen. Benny ist da frei gewesen. Guck, Benny, Gima wieder mit dem Ball und Lee im Ballgewinn mit in der Mitte. Zu Sebastian. Sebastian wurschtelt sich da irgendwie durch, hat Ball an die Hand gekommen, wird nicht gepfiffen, wird jetzt gepfiffen. Ah, das war etwas gewurschtelt gerade. Und der Regenschirm ist runtergefallen. Ich bin gleich wieder da. Wir sind wieder da. Pünktlich zum Angriff von Ellas. Sebastian mit dem Ball in der Mitte. Gegner reklamierter Handspiel. Denkst, er hat nicht gepfiffen und VAR gibt es in dieser Division noch nicht. Deswegen geht es weiter. Marek auf der linken Seite mit dem Ball. Versucht er durchzudribbeln. Zu Kuku. Kuku mit dem Ball in die Mitte. Ah, dribbelt sich etwas am Gegner fest und der Ball ist wieder verloren und beim Gegner. Kann sich gut in der Mitte durchsetzen. Ballgewinn wieder auf der linken Seite von Benny, der gut nach hinten gearbeitet hat. Kriegt er wieder den Ball zurück. Zu Gima auf die rechte Seite. Rechte Seite Gima. Kommt da gut an drei Gegenspielern vorbei in die Mitte. Ui! Schade, das muss der Hackenpass, die Hackenvorlage von Kuku gewesen. Die ist. Schöne Spielfreude da zu sehen. Gima auf der rechten Seite gut an drei, vier Gegenspielern vorbeigetribbelt. Hat ihn zu Kuku gepasst, der ihn sofort mit der Hacke weitergeleitet hat. Sebastian da im Abseits. Ja, schade wäre da die. Na, Gima reißt sich etwas an der Wade. Hoffen wir, dass es weitergeht. Do you need a break? I will anyway take you out in 2 minutes. Gima. Gima kriegt in 2 Minuten seine Pause. Seine wohlverdiente Pause. Auf der linken Seite die Nummer 40 gut frei. Ui, 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 ui. Ja, der wollte wirklich, dass er rausgeht, der Georgi. Stark geklärt. Das wäre Bennys Mann gewesen. Seine etwas zu tief, allerdings passt da Marek auf und kann den Ball gewinnen. Mit dem Kopf, Kopfball gewinnen. Na, Ellas weiter mit dem Ball auf der rechten Seite, stark nach vorne, nicht stark nach vorne. Und so ist wieder Abstoß für Germania. Keegan mit einem weiten Abstoß nach vorne, naja, nicht ganz so weit wie davor. So Nikolai mit dem Ball gewinnen. Der passt ihn sofort nach vorne zurück zu Gima. Gima kommt auch an den Ball. Ah! Kommt er fast an den Ball. Hey, so eine Haaresbreite. Eine Haaresbreite kann man da gerade nicht mehr an den Ball, da war der Torhüter etwas schnell unterwegs. Sau starker Pass nach vorne. Wenn der Gima etwas besser oder schneller an den Ball kommt, dann klingelt es. Lee wieder im Mittelfeld, wieder mit einem Ballgewinn. Gima, next time when the ball out, you change, okay? Einwurf Ellas. Kuku will dann den Gegner stören, kommt auch an den Ball und stört den Gegner, allerdings etwas hoch mit dem Ball. Weil jetzt kein Foul gepfiffen. Werter nach vorne. Kuku treibt den Ball nach vorne. Passt ihn direkt in die Mitte zu Gima. Gima rein! Wieder nicht! Sebastian fast wieder da. Eieieiei. Also die Chancen, die häufen sich jetzt wirklich. Es muss wirklich einer reingehen.
So, die ist die Kontersituation wieder für Ellers, die in dieser Situation Glück ab nicht bringt. Gimir wird ausgewechselt und so kommt unser nächster. Noch nicht ganz. Wait. Continue. Gimir. Gimir wollte da raus. Darf man nicht. Ball ist. Spiel wird ruhig aufgezogen. Und viel Konzentration und Kontrolle über das Spiel. Jürgen mit dem Ball zurück zu Tapio. Tapio auf links. Sucht dann eine Anspielsituation, Anspielstation. Findet ihn auch auf Kuku. Kuku wieder mit dem Ball. Passt ihn zurück auf die rechte Seite. Die rechts frei ist ganz viel frei. Benny kann in die Mitte flanken. Benny flankt in die Mitte. Gegner ist frei. Das ist drin. Nicht im Tor. Ah, das gibt's doch nicht. Sebastian kann da nicht an den Ball. Ich hatte den eigentlich schon drin gesehen. Oioioi, scheinbar war der nicht im Ball. War der nicht hinter der Linie. Oioioi. Sehr viel Glück für Ellers in dieser Situation und sehr viel Pech für uns. Ja. Benny ist sehr stark auf der rechten Seite durchgesetzt mit dem Ball. Hatte sehr viel Platz, hat den Ball sehr gut in die Mitte gebracht. Wo Sebastian sofort an den Abschluss kam. Allerdings. Naja, den Ball leider nicht im Netz untergebracht hat. Ball auf der Seite von der FC Ellers. Wird direkt geschossen zu Benny. Benny schätzt ihn gut durch. Geh mal wieder auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist frei. Und Sebastian, komm, mach ihn! Mach sie wieder nicht! Gucke mit dem Ball. Noch eine Situation. Guck auf der rechten Seite mit dem Ball. Wird er vom Gegner gestoppt. Und so passiert wieder nichts, das gibt's doch nicht! Mann! Das kann doch nicht sein! Lass ich wieder auf der Ich kann nicht mehr mich. Ich kann nicht mal einen reinmachen hier. Ja, ich hab einen Fußball. Also wieder. Letzten 10 Minuten sehr hohe Druckphase mit, glaube ich, drei sehr hochkarätigen Chancen für Germania. Sehr viel Glück von Ellers, dass er noch immer noch keiner rein ist und dass es immer noch 0-0 steht. Ein 1-0 wäre eher mehr gerecht gewesen. Sebastian wieder mit dem Ballgewinn in der Mitte. Schade, ne? Etwas zu ungestüm in der Situation gelöst. Nur 99 kann sich da wieder sehr gut von Lee gestoppt. Wieder auf der rechten Seite ist Gimir frei. Gimir kann sich vielleicht wieder am Gegner vorbeisetzen. Bringt ihn in die Mitte, allerdings ist der Gegenspieler dazwischen gekommen, deswegen ist der Ball abgelenkt worden. So, keine gefährliche Situation geworden. Benny wieder auf rechts unter Druck, setzt den Gegner unter Druck. Marek kommt ins Mittelfeld. Ja, schade. Ja, da kommt er etwas sehr leicht durch im Mittelfeld. Georgi allerdings sehr gut wieder mit dem Kopf dazwischen. Und Sebastian mit dem Ball gewinnen. Marek nach vorne. Nee, da wollte er etwas zu schnell machen. Kuku war noch nicht bereit in der Situation. Chima! So, ging mal wieder jetzt ausgewechselt. Ein neuer Stürmer kommt rein. Ion mit der Nummer 45 aus Moldawien. Unser neuer Stoßstürmer. Auch eine sehr schnelle Variante im Sturm. Also die Stürmer sollten uns heute nicht ausgehen. Die sollten allerdings auch einen machen. Ballrutsche zwischen den beiden Verteidigern durch zu Keegan. Keegan mit dem weiten Ball nach vorne. Der da ins Ausgeköpft wird von Ellers und so gibt's Einwurf für FC Germania. Zu Ion, der versucht den Ball da zu behaupten. Zu Lee, Matthias mit dem Ball, flankt ihn zurück in die Mitte. Sebastian mit dem Ball gewinnen in der Mitte. Nein, Ball verloren. Ah, jetzt ist viel Platz. Ah, sehr gut, Lee, sehr gut aufgepasst. Sau stark von Lee. Wieder sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Knüpft nahtlos an seine Leistung im letzten Spiel an. Und lässt das nächste im Mittelfeld anbrennen. Mit dem Kopfball nach hinten. Jack ist auch wieder im Spiel.
Dirk ist für Nikolai im Spiel, wenn ich das richtig sehe. Mit dem weiten Ball auf die linke Seite zu Marek. Gegner nichts dazwischen. Und wieder Marek mit dem Ball. Marek passt ihn zurück zu Dabi, der ihn nach vorne klären wollte. Sebastian in die Mitte. Nein, schade. So, etwas mehr als 5 Minuten noch zu spielen. Exklusive Nachspielzeit. Benny Serge mit dem Ballgewinn in der Mitte, mit dem Ball mit dem Fuß dazwischen. Auf der linken Seite ist allerdings der Gegner. Ruft er, dass er frei ist. Und wieder Tapio dazwischen. In die Mitte zu Jack. Jack zu Georgi, dann weit nach vorne passt und zu Ion. Wo kommt der denn auf einmal her? Ion unglaublich schnell auf der rechten Seite. Kann ihn da in die Mitte flanken, in die Mitte zu Benny. Nein, nein! Ah, der auch den Abschluss gekriegt hat. Allerdings war der etwas zu harmlos. Direkt in die Hände vom Gegner, allerdings war der auch sehr schwer zu nehmen. Aber der nächste gute Abschluss von Germania, der nächste kann gerne mal reingehen. Lee auf der linken Seite zu Jack. Jack. Ah, der war etwas zu weit. Etwas zu weit. So, der Gegner ruft etwas laut, wollen etwas einen Auswechsel machen. Allerdings hat das keiner gehört auf der anderen Seite. Jetzt gehört. Ein neuer Spieler kommt rein mit der Nummer 12. Elasso beginnt seine Mannschaft mit einer griechischen Vergangenheit. Von Griechen gegründet in Helsinki. Also quasi das griechische Pendant zu FC Germania. Heute auch wieder mit vielen internationalen Leuten und sowohl als auch Finnen im Kader. Ion in der Mitte mit dem Ball. Jack hat da Zeit im Mittelfeld, hat viel Zeit, kann den Ball da umdrehen. So, Ion in die Mitte, in die Mitte. Ja, der setzt sich etwas zu weit mit dem Ball nach vorne. Jack im Mittelfeld mit dem Ball, sehr gut. Kann er Flanke direkt in die Mitte zu Ah, Kuckuck kam ja gerade nicht an den Ball, aber auch im Abseits, also etwas zu früh gestartet. Pech, dass er mit dem Bein nicht dazwischen gekommen ist. So, wieder die nächste relativ gefährliche Situation. Also bisher schon 4 Stürmer im Aufgebot gewesen. Oioioi, sehr stark von Lee. Sehr stark von Lee, hat den Ball gewonnen. Wollte den Ball direkt nach vorne schießen. Allerdings ist der Gimmel nicht an den Ball gekommen. Jack stellt den Gegner, bringt den Gegner unter Druck. Viel Druck aufgebaut von Germania. FCL, das kann ihr Spiel im Moment noch wirklich gar nicht aufziehen, bis auf ein paar Kontersituationen. Ist relativ wenig passiert. Aus nächster Nähe an die Hand gekommen. Dementsprechend kein Pfiff. Mari auf der linken Seite, zurück nach vorne zu Kuku. Kuku war da allerdings im Abseits. Schade. Ja, Elas schafft es in dieser oder in der ersten Halbzeit wirklich noch nicht, ihr Spiel aufzuziehen. Haben wahrscheinlich auch ein paar gute Spieler verloren. Sind in dieser Spielzeit im Mittelfeld der Tabelle wiederzufinden. Und wie gesagt, in dieser Gruppe sind keine leichten Gegner dabei. Alle Gegner haben Germania wirklich bis auf die letzte Spielminute gefordert. Dementsprechend wirklich gut von uns, dass wir zum ersten Tabellenplatz stehen. Wieder früher Druck von Germania. Jack mit dem Ballgewinn auf der rechten Seite. Benny kann den Ball in die Mitte passen zu Sebastian.
Schade, kann Make, weil der Gegner dazwischen. So, jetzt auf der linken Seite etwas Platz für FWLers. Und sehr starke Grätsche von Jack. Eieiei. Unglaublich stark, wie der aus dem Mittelfeld das zurückgearbeitet hat und die lupenreine Grätsche ausgepackt hat. Sau stark. Echt eine Bereicherung für das Team. So, Georgi mit dem weiten Ball nach vorne. So, direkt nach vorne wieder zu Ione, auch den mit dem Kopf dazwischen gekommen ist. Und Matthias, der ihn da zum Einwurf klärt. Gegner da viel unter Druck gesetzt. So, Halbzeitpfiff. Halbzeitstand 0:0. 45 Minuten sind rum. Anfangs war noch sehr ausgeglichenes Spiel. Allerdings in den letzten 20, 30 Minuten hat man ja wirklich aufs Gaspedal gedrückt und wirklich Hochkaräter ausgepackt. Allerdings kein Tor noch erzielt. Dementsprechend steht es weiterhin 0:0. Wir melden uns nach der Halbzeit und bis gleich.
Und wir sind pünktlich zurück zum Anpfiff. Von Seiten von Germania gibt es keine Wechsel zu sehen. Nein, doch. Sebastian kriegt eine Pause. Und Nikola ist für ihn wieder im Spiel. Der Gegner hat dann jetzt, glaube ich, den Torwart gewechselt, so wie ich das richtig sehe. Weiß ich nicht warum. Hat er nicht eine gute Figur gemacht? Nee, ist noch drin, glaube ich. Weiß ich nicht. Nikola mit dem Ballgewinn im Kopf. Dabio wieder von links über Druck gesetzt. Passt ihn sehr gut zu Marek auf der linken Seite. Marek weiter in die Mitte. Wieder gepasst zu Ion. Ion passt ihn zurück ins Rückfeld. Und Jack mit dem Ball. Naja, etwas weit dann bald am Tor vorbei. Gegner reklamiert, dass er bei dem Aus war. Allerdings wird nichts gepfiffen. Dementsprechend glaube ich, dass er noch drin war. Wieder nächste halbwegs gute Situation für Germania in dieser Situation. Allerdings jetzt wieder aufpassen, dass der Konter nicht durch Ende gespielt wird. Lee saustark. Wieder mit dem Bein, mit den Beinen dazwischen. Einwurf für Germania zu Nikolai. Nikolai zurück zu Matthias. Matthias in die Mitte. Kuku, kann er den Ball behaupten? Nicht ganz. Zu André, der da wieder auch ins Spiel gekommen ist. Jack passt ihn zurück zu Matthias. Matthias sucht da die Lücke und findet ihn weiter. Na, schade. Klärt er weit. Nicht ins Aus. André ist da mit dem Kopf dazwischen gekommen. Jack allerdings wieder mit dem Ball gewinnen in dem Mittelfeld. Passend zurück zu Matthias. Matthias weit nach vorne. Versucht da André oder sowohl als Kuku in die Zähne zu setzen. Beide schaffen es irgendwie nicht. Also doch, Kuku mit dem Ball gewinnen in die Mitte. Ion kann da fast mit dem Ball. Ah, schade. Lee hat sich da sehr gut gedreht. Da ist aber Lee etwas gesprungen, Tapios. Jetzt ist Kontersituation für Saustark. Sehr gut. Saustark von Georgi, wie er den Gegner unterlaufen hat. Unglaublich. Georgi wirklich. Hats off. Matthias mit dem Ball zu André. Ball wieder zurück bei Matthias. In Mitte zu Jack. Jack, der da die Defensive etwas unterstützt, während Edlatz auf das Hohe drückt. Wieder mehr versucht mit dem Ballgewinn nach vorne. Oder mit dem weiten Ball nach vorne. Und sowohl Kuku als auch Ian, die beide unglaublich schnell sind, wieder in Tennis zu setzen. Kontersituation über links, über Ellers. Allerdings wieder Matthias mit dem Ball, mit dem Bein dazwischen, saustark. Erste Ecke, glaube ich, für Ellers. So, Ball wird da zurechtgelegt. Ellers mit dem Eckball in die Mitte. Weit in die Mitte, das ist das Tor. Ja. So schnell kann es gehen. Erste Ecke für Ellers. Jetzt etwas irgendwie da durchgerutscht und der Gegner kommt dann mit dem Kopf an den Ball. Und so steht es 0-1 aus Sicht von Germania. Schauen wir, die Nummer 12 hat es gemacht. Spielverlauf spiegelt das Ergebnis ist nicht wirklich wieder. Ellers hatte wirklich nicht viel hingekriegt in letzter Zeit. Oder in diesem Spiel bisher, bis auf ein paar Kontersituationen. Und so haben sie den ersten Eckball stark zu Ende gespielt und das 1-0 erzielt. Also ähnliche Ausgangslage wie letztes Spiel, wo wir 1-0 hinten lagen und dann noch zum Glück noch
3-1 gewonnen haben. Hoffen wir mal, das ist ein Eieiei. Da hat der Lee den Ball durchgelassen. Hat er gedacht, dass das nachher da hinten ihm ist. Allerdings war das nicht der Fall. Also hoffen wir mal, dass jetzt Germania wieder eine Aufholjagd aufziehen kann. Und relativ früh hoffentlich, dass den Ausgleich erzielen kann. Die klettern den erstmal. Lee hat ihn erstmal zum Einwurf geklärt. So gibt es einen Einwurf für FCLers. Der wird da Schack und dazwischen geben, dass der Gegner nicht an den Ball gekommen ist. Kiege mit dem Ball, mit dem Bein. Mit dem Bein. Komm, Ion hier und setz ihn unter Druck. Komm, schade. So, etwas weiter mehr Druck nach vorne aufbauen, die Jungs jetzt. Die linke Seite, Matthias, gut mit dem Bein dazwischen. Mit Lee mit dem Bein dazwischen. Also wie gesagt, die Ausgangslage ist für der Gemeinde ja nichts Neues. In dieser Situation lagen oder in dieser Spielzeit lagen wir oft hinten. Und haben dann immer noch den Ausgleich erzielt und dann vielleicht das Spiel noch gewonnen oder zumindest auf Ausgleich gespielt. Jetzt wäre er stark mit dem Konter nach vorne. Ion mit dem Ball. Kann ihn in die Mitte passen. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Ich habe keine Worte mehr. Ion unglaublich stark auf links den Konter zu Ende gefahren. Puh, schade. Er hat die linke Seite durchgekommen, wollte den Ball ins lange Eck schlänzen. Allerdings leicht am Ball vorbei. So der Gegner wieder mit der Kontersituation. Mit der Nummer 12, die gerade das Tor zieht. Er zieht auf der linken Seite viel Platz. Passt ihn auch auf nicht. Ui, unglaublich starker Schuss, aber Kegen mit dem. Kegen saustark mit der Parade. Unglaublich guter Schuss, aber auch der wäre im Eck eingeschlagen. Heieiei. Also Chance auf Chance. Sie sehen übrigens das Olympiastadion im Hintergrund. Helsinki Olympiastadion. Wo in diesem Jahr auch das Endspiel zwischen Real Madrid und Frankfurt, Eintracht Frankfurt stattfindet. Das Supercup-Finale, glaube ich, heißt es. Nächste Ecke für Ellers. Hoffen wir mal, dass sie etwas nicht so gut ausgeht wie letztes Mal. André mit dem Ball in der Mitte. André wieder mit dem Kopfball. Und die nächste Ecke. Nächste Ecke, Ellers. Links getreten, flach getreten, Jack mit dem Bein dazwischen, Marek stößt da weit auf, der Ball geht drüber. Nein, Nummer 12 hat Selbstbewusstsein getankt. Hat das Tor gemacht, einen guten Abschluss und jetzt wollte mit dem nächsten direkten Abschluss das zweite Tor nachlegen. Allerdings ist da etwas übergegangen. Abstoß, Germania. Jetzt gilt es wieder etwas mehr Kontrolle und Ruhe in das Spiel zu bringen, wie in der ersten Halbzeit schon geschehen. Georgi passt in die Mitte, Lee mit dem Ballgewinn in die Mitte zu Nikolai. Nikolai schafft es nicht ganz. Germania oder Ellis doch wieder mit mehr Selbstbewusstsein. Das macht das Ganze nicht leichter für Germania. Nummer 55 ist in der Mitte frei gewesen, passt ihn zurück in die Mitte zu Nummer 6. Der flankt ihn weit rein. Kegen mit der leichten Unsicherheit beim Ballannahme, aber trotzdem noch geschafft, den Ball unter Kontrolle zu halten. Einen weiten Abschluss wieder nach vorne. Allerdings wieder kein Ballgewinn von FC Germania im Mittelfeld. Das Spiel schwappt etwas zugunsten. Da kommen sie zu mit dem Baby auf dem Rücken. Ballgewinn oder Ball zurückgespielt.
Ja, bei Spiel schwappt etwas zugunsten von Ellers. Allerdings haben wir auch noch ja, knapp 35 Minuten zu spielen. 30 Minuten zu spielen. Nee, 35. Koko rückt eine Pause und Elias kommt ins Spiel mit viel Spielfreude. Ja, Gegner konnte den Ball da nicht unter Kontrolle bringen und so gibt es Abschluss für Germania. Ball zurück zu Keegan. Keegan auf die linke Seite zu Dabio, der da früh auch unter gelaufen wird zu Lee. Lee auf die linke Seite zu Marek. Ui! Direkt in die Füße vom Gegner. Mit der 12 Nummer mit dem Ball auf der rechten Seite. Keegan. Ah, das. Uiuiui, das. Kleine Unsicherheit bei Marek gewesen. Hat den Gegner direkt in die Füße vom Gegner gepasst. Das passiert normalerweise nicht. Zum Glück ist nichts daraus entstanden. Matthias mit dem Ball auf der rechten Seite. Rechte Seite zu Nikolai. Nikolai weit mit dem Ball nach vorne. Elias. Naja, etwas zu spät gestartet. Bin etwas zu langsam oder der Ball zu weit nach vorne gespielt. Ja, Ion hat dann gut den Gegner unter Druck gesetzt, sodass er den Pass nicht zu Ende spielen konnte. Und so ein Einwurf für FC Ellers. Matthias, gut mit dem Ball. Der ist direkt in die Beine vom. Glück gehabt, dass Keegan aufmerksam gewesen ist und den Ball oder rausgekommen ist. Sonst hätte das böse ausgehen enden können. So, Nikolai stark mit dem Ball, gehen wir in der Mitte. Nikolai wieder mit dem Ball, passt ihn direkt auf die Außenlinie. Zu André wollte er. Allerdings verspringt ihm auch da der Ball. Ja, etwas Unsicherheit. Wieder auf der linken Seite stellt sich da gut durch. Georgi allerdings zur Stelle und wird da gefoult vom Gegenspieler. Ja, FC Ellers gerade mit sehr viel Selbstvertrauen. Das hat ihm in der ersten Halbzeit etwas gefehlt. Also Spiel wirklich schwierig im Moment. In diesen ersten fast 15 Minuten der zweiten Halbzeit für Germania ihr Spiel aufzubauen. Es ist natürlich auch Glück für Germania, für Ellers, dass sie relativ früh nach dem Halbzeitpfiff oder nach dem Wiederanpfiff das 1-0 ziehen konnten. In den Rücken vom Gegenspieler gesprungen ist, der sich auch am Rücken festhält, allerdings wahrscheinlich weiterspielen kann. Ein fairer Freistoß. Gegner beklatschen da die Auswechslung von der Nummer 55. Ja, wir können jetzt so einen Fanclub gebrauchen wie letzten Spieltag. Der hat da gut Stimmung gemacht. Nicht so die Stimmung, die jetzt eher von der Seite von der Ellersbank kommt. Ja, Marek kommt da gerade nicht über links durch. Hat was zu euphorisch da. Also Germania wirklich falscher Einwurf. Und so gibt es Einwurf. So, falscher Einwurf für FCL ist dementsprechend jetzt Einwurf für Germania. Hoffen wir mal, dass er dabei das besser macht. Hat er gemacht. Sehr gut. Und Ball ist mal aus. Und es gibt wieder Einwurf für Germania. Stark.
stark mit dem Doppelpass, mit Nikolai Tapia über links, Jack auf die rechte Seite, weit zu André. André hat da rechts relativ viel Platz. Kommt auch am Gegner wieder vorbei und kann in die Mitte. Ah! Nein! Hat er gut auf der rechten Seite durchgepasst, durchgesteckt den Pass. Am Gegenspieler vorbeigekommen, allerdings hat er direkt abgezogen und etwas weit über das Tor drüber. Eieiei. Aber das war wichtig. Wichtig, dass wieder mal eine Situation nach vorne gekommen ist von unserer Seite. Das ist in der zweiten Halbzeit nicht so häufig passiert. Also stark. So ist wieder Fokus auf das Spiel. In die Mitte. Lee, saustark mit dem Ballgewinn auf der linken Seite, passt ihn zurück. 25 mit dem Bein dazwischen. Einwurf für Germania. Wir wollen einen neuen Ball, der Ball ist etwas zu. Weiß ich nicht, gefällt er nicht. Ich hoffe, es ist nicht die Farbe, die ihm nicht gefällt, sondern die Luft, die da fehlt. Ball, jetzt kommt da von Kegens Seite aus dem Tor. Und Einwurf Tapio. Ja, fast mit dem hohen Bein von Elias auf der linken Seite. Marek frei, der mit Elias einen Doppelpass spielen wollte. Nicht ganz geschafft hat. Tapio wieder mit dem Ball, mit dem Einwurf. Versucht er Elias zu finden. Georgi hat einen sehr guten Ratschlag. Unsere eigenen Spieler anvisieren. Ja, das ist ein sehr guter Ratschlag. Ui, auf der rechten. Na, schade. Sau stark. Nikolai in der Mitte. Tapio gerade auf der rechten Seite mit dem Ball gewinnen. In André etwas ungestüm, allerdings immer noch weiter im Ball. Lee mit dem Ball. Auf die linke Seite zu Marek. Ah! Wieder ein Gegenspieler bei dazwischen. War ein schneller Einwurf jetzt ausgeführt von Marek auf der linken Seite zu Elias. Elias mit dem Bein. Mit der Außen nach zu André. In die Mitte. Zu Lee. Lee. Nein. Ion. Nein. Wieder das Tor. Das gibt's doch nicht. Leckt mich. Nein. Sagt man nicht. Sau stark, gerade mit dem schnellen Einwurf von Marek, das Spiel weit schnell nach rechts verlagert über André, der da frei wurde. Und irgendwie mit ein bisschen Kuddelmuddel der Ball vor Ions Füßen lag, der allerdings über das Tor gezählt hat. Naja, so Matthias gerade mit einem leichten Fehler, der da den Ball klären wollte, allerdings nicht an den Ball gekommen ist. Allerdings hilft da Lee aus, der wirklich überall auf dem Platz ist zu finden. Also Lee und Jack, eine unglaubliche Bereicherung. Rechts auf der rechten Seite, Gima. Ball weit was im Aus. Und so gibt es Einwurf für Ellas. Also ja, die Situation für uns wieder ein bisschen besser. Wieder etwas mehr Chancen auf unserer Seite. Georgi wieder mit dem Ball gewinnen und Jack in der Mitte. Jack ist wieder drin im Spiel. Passt ihn zurück nach Mari auf der linken Seite, hat viel Platz vor sich, viel Platz. Passt ihn zurück, direkt zu Gima in die Füße. Der zieht direkt ab, am Tor vorbei. Schade. Eieiei. Das war etwas zu hastig. André wäre auf der rechten Seite frei gewesen, hätte er durchpassen können. Entschuldigt auch sich sofort. Ja. Etwas besser wieder für uns in den letzten 5 Minuten. Das Tor könnte allerdings trotzdem mal fallen. Dann 65 Minuten gespielt. 25 Minuten noch. Sollte eigentlich noch genug Zeit sein für ein oder zwei Tore. Hab in den letzten Spielzeiten oder Spieltagen schon häufiger gesehen, dass wir auch kurz vor Schluss noch 2 Tore schießen können. Hoffen wir, dass das wieder auch dieses Mal der Fall ist. Lee mit dem Ball. Versucht er den Gegenspieler unter Druck zu setzen. Matthias kommt da gut dazwischen, Ball nicht im Aus, Ball mit dem weiter drin. Matthias geht weit nach vorne, passt den Ball durch. Nein, hat den Ball verloren. Jetzt ist er auf der rechten Lücke. Lee ist saustark, Jack mit dem Ball gewinnen.
Ja, Jack und Lee, ja, da hat Jack etwas zu viel Bein getroffen und zu wenig Ball. Sehr tief, aber weit nach vorne. André auf der rechten Seite mit dem Ball. Weit nach vorne. Giemer setzt da der früh den Gegenspieler unter Druck. Also wird es wieder hoch nach vorne gepresst. Elias, Giemer. Noch Ball noch im Spiel. Giemer mit dem Bein. Ah, verdribbelt sich da. Und so die Kontersituation für Elias. Kegens saustark. Manuel Neuer, Mann hier nach vorne gekommen. Ah, schade, schade. Marek beißt jetzt an den Gegenspieler fest, wollte dann Gegenspieler vorbeikommen. Die gute Kontersituation. Ball wieder Maus, nimmt es mit Einwurf für FCL los. Ja, Georgi wurde etwas gefault, allerdings hätte er auch weiterlaufen können, lassen können. Auf geht's, Jungs, nochmal für den Druck nach vorne. Freistoß jetzt von Kegens ausgeführt. Ja, etwas zu weit nach vorne, etwas optimistisch. Schnell durchgeführt, Dappi auf der linken Seite. Flankt ihn direkt rein. Allerdings ist da keiner von uns. Jack, ui, wird da etwas ungestimmt zur Seite geschoben. Allerdings kein Foul. Marek mit dem Ball gewinnen. Giemer war im Offside. Schade, war im Offside. Ball weit nach vorne. Georgi mit dem Ball gewinnen, mit dem Bein. Zweikampf. Na, Elias tritt dann irgendwie ins Mittelfeld zu Nikolai. Nikolai, der den direkt nach rechts außen setzt. Versucht André in Szene zu setzen. Na, ein bisschen Ping-Pong gerade gespielt. Elias mit dem Kopfball. Nein, wieder nicht. André vielleicht dieses Mal. Ja, Ball ist wieder auf dem Boden. Matthias mit dem Ball weit nach vorne zu. Nicht zu Giemer und auch nicht zu André, zu Leaf vielleicht? Nein, zum Gegenspieler. Und jetzt gibt er Lee nicht auf. André kommt nur zur Hilfe. Und so gibt es einen Wurf für LCLers. Ja, Lee wieder mit dem Bein dazwischen. So, noch genau 20 Minuten zu spielen. Ja, etwas frustrierend das Ganze gerade. Eigentlich wieder ein sehr starkes Spiel von Germania, allerdings weiterhin 0:1. Freistoß FCLers, direkt in die Mitte, Jack mit dem Ball gewinnen, mit dem Kopfball gewinnen. Dappi mit dem Ball zu Giemer. Giemer will den Ball am Gegner vorbeisetzen. Lee, Jack, Matthias auf der rechten Seite. Nach vorne. Kein Druck. Ball wieder beim Gegner. So, die Mann, das Spiel ist natürlich langsam. Einfach nicht so langsam. Jack mit dem Ball. Nein! Ah, schade! Wird jetzt da gefoult und jetzt gibt es die erste gelbe Karte für Jack.
Nikolai! Nikolai! Ja, Jack hat da gerade etwas mit dem Schiedsrichter diskutiert, nachdem er seine gelbe Karte abkassiert hat. Jetzt gibt es noch auf der Außenlinie etwas zu diskutieren. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Hier gibt es einen Typ an der Außenlinie, der gerade von Consta angesprochen wurde. Daraufhin ist der Gegenspieler oder der Schiedsrichter dahin gegangen, um die Situation etwas zu klären. Jack muss sich ja wirklich jetzt zusammenreißen, sonst gibt er noch seine zweite gelbe Karte. Und so gibt es den Eckball für Ellas. Mit etwas 16 Minuten noch zu spielen. Eckball Ellas. Sehr gut mit dem Ball auf der rechten Seite. Geh mal frei. Kuka rutscht etwas aus. Ja, der Ball ist noch drin. Hält zusammen aus. So, Jungs, jetzt nochmal nach vorne, hoch nach vorne. Wieder Druck aufbauen. In der letzten Situation etwas mehr Frustration als Spielfreude dabei. Tapir mit dem Ball in die Mitte zu Jack. Jack zurück zu Georgi auf die linke, auf die rechte Seite zu Matthias. Matthias in die Mitte zu Jack. Der steil nach vorne zu André. André auf der rechten Seite. Ja, der hat etwas zu lange gewartet, um die Flanke nach vorne zu spielen. Dementsprechend Abstoß Ellas. Gegenspieler hat etwas zu lange gewartet, um da reinzugehen. Komm, auf geht's, Druck wieder nach vorne, Druck nach vorne. Lee ist auch stark in der Mitte, durchgesetzt. Naja, der Pass kam allerdings nicht ganz durch. Ball wieder bei FC Ellers auf der rechten Seite. Der ist im Aus. Jack weiter mit dem Ball, auf der rechten Seite ist Matthias frei. Matthias mit dem Ball. Nach vorne zu Wolte da Kima treffen, hat er nicht ganz gefunden. Jetzt das Foul von Matthias und die nächste gelbe Karte. Weit mit dem Ball nach vorne, der könnte ins Ausgehen, der Gegenspieler kommt noch dran, ist noch nicht im Aus, der Ball ist noch drin, jetzt ist er im Aus. Und es gibt Einwurf für FC Germania. So, jetzt schnell machen, Jungs, schnell machen, in die Mitte, zu André, der passt, nein.
Naja, Gegenspieler kriegt die erste gelbe Karte zu sehen. Weiß ich nicht. Spiel gestört. Beschwert, weiß ich nicht. Einwurf jetzt. Wenn ich zeige zum Gegner. Nächster Einwurf. Germania. Nach vorne guck, Gimmer kommt da mit dem Ball irgendwie durch. Einwurf Erlass. Kann man viel Druck nach vorne auf, Jungs. Georgi mit dem Ball gewinnen. Lee zu Koko mit dem hohen Ball. Sebastian, komm nach vorne. Andri, Marek. Komm, Marek. Nein. Wird jetzt ausgeklärt vom Gegenspieler. Allerdings gibt es den Eckball. Ui. Ja, checkt er gerade wieder mit dem Foul. Muss ich echt zügeln, dass er jetzt nicht seine zweite gelbe Karte noch sieht in den letzten. Wie lange ist noch zu spielen? Ja, ein bisschen länger als 10 Minuten. 10 Minuten sind noch zu spielen. Es ist noch. Wie gesagt, die haben schon gezeigt, dass sie in den letzten 10 Minuten noch Tore machen können. Aber es ist irgendwie im Moment mehr Frustration als Kontrolle. Viel bemühen, nichts passiert. Matthias klärt den Ball eins aus. Nein, ist immer noch drin. Allerdings jetzt ist er beim Gegenspieler. Einwurf wieder für FCLers. In die Mitte zum Gegenspieler, der kommt auch ran. Ab, Geist! Sau stark, Marika, gerade mit viel Rennen. Komm zu Kuku in die Mitte. Nein! Komm schnell nach vorne. Auf geht's, Jungs, nach vorne. Marik 59 zu Kuku auf die linke Seite. Kuku. Gima. Nein. Toppe wieder am Ball, der das Spiel wahrscheinlich etwas langsamer macht. 10 Minuten! 8! 9 Minuten, Kicks! Gut, war auf die linke Seite, also schlecht auf die linke Seite durchgespielt, muss man nicht sehr sagen. In die Mitte, Georgi mit dem Ball, sehr stark. Weiten Ball nach vorne, Keegan sicher mit dem Ball gehalten. Weiten Ball nach vorne. Marek! Auf der linken Seite, nein, da kommt der Gegenspieler dazwischen. Marek, komm, auf! Auf geht's! Kuku setzt nur Druck, nein! Koko wollte den Gegenspieler unter Druck setzen da. Nach den zwei schnellen Einwürfen von Marek. Nein, jetzt geht's noch faul! Das ist doch kein Foul, Mensch. Komm back! Eieiei, jetzt liegt er noch auf dem Boden mit dem Krampf oder was? Boys, don't complain, come on! Ja, I'm good.
Come on, guys, give it up. Ja, wieder viel Zeit von den Wolves genommen nach diesem sehr lächerlichen Foulspiel in meinen Augen. Von nach vorne, Georgi mit dem Ball gewinnen, zur Mitte zu, nicht zu Lee. Jack sehr stark mit dem Foul, mit dem, nicht Foul, mit der Grätsche. Die wird wirklich Millimeter genau. So, allerdings gibt es jetzt Einwurf, wieder für Ellas. Mit 6-7 Minuten noch zu spielen, auf der linken, auf der rechten Seite. Marek mit dem Ball gewinnen in die Mitte zu Sebastian. Sebastian in die Mitte zu Jack. Jack weit nach vorne. Auf geht's, geh mal, lauf! Nein, kommt da gerade nicht an den Ball. Marek, Sebastian zu Marek. Marek zurück zu Lee. Zu Georgi. Georgi weit mit dem Ball nach vorne. Zu Kuku. Kuku und Sebastian. Wieder Kuku. Und auf der linken Seite Marek. Nein. Wollte den Pass tief spielen. Zu Kuku in die Mitte. Ja, der ist aus. Einwurf für Germania. Einwurf zurück zu Kegen. Kegen zu Dabi auf die linke Seite. Dabi mit Platz. Pass ihn zu Georgi. Georgi zu Matthias. Matthias. Sebastian mit dem Ballgewinn dort. Komm, Marek. Marek kann ihn nur zurücksetzen. Komm on, Marek. Komm on, Marek. Auf der linken Seite frei. Kiki hat sich verschätzt mit dem Kopfball. Flanke in die Mitte, allerdings ist er zu weit. Verrutscht. Und Ball ist wieder im Aus. 5 Minuten noch zu spielen. Jetzt langsam könnte ein Tor echt helfen. Lee mit dem Foul in der Mitte, so. Jetzt geht's nochmal nur einen weiten Freistoß. Noch der Hälfte von Ellas. Komm, alle nach vorne, Jungs. Weiter Ball nach vorne von Jack. Jack in die Mitte zu Sebastian. Sebastian kommt da nicht an den Ball. Lee und Jack kommt. Nein, wieder übers Tor. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein. 4 Minuten noch zu spielen. Und der nächste Schuss geht über das Tor drüber. Weiter Abstoß jetzt wieder von FC Ellers. Jack mit dem Ballgewinn, Kopfball in der Mitte, allerdings Ball wieder Maus und es wird Einwurf für Germania. Einwurf nach vorne zu Kuku, zu Gima, kommt auf der rechten Seite durch, sehr gut, auf der rechten Seite kommt er durch, jetzt muss kommt der Ball nach ihm hinten, komm, nein, Marek verspringt der Ball! Marek verspringt der Ball. Es ist wieder nicht drin. So, Abstoß wieder von Ellas. Auf die rechte Seite. Gegenspieler wollen jetzt, dass er in die Ecke geht. Wieder allerdings gut gedrückt von Georgi, den er unter Druck setzt. Jetzt ist wieder Einwurf. Sehr tief in der Hälfte von FC Germania. 88. Minute angebrochen. Ball gewinnt FC Germania. Jetzt schnell, Jungs, schnell, Jungs, schnell los. Move up! Dabi mit dem Einwurf.
In die Mitte, jetzt geht er zum Gegenspieler. Gegenspieler immer noch mit dem Ball in der Mitte. Von hinten gestört, auf der rechten Seite. Will wieder zur Ecke laufen, um eine Zeit von der Uhr zu nehmen. Come on, Gila, komm. 2 minutes, come on. Ey, das ist doch faul. Das ist doch ein Foul. Das gibt's doch nicht. Dapio mit dem Ball auf der rechten Seite, sehr gut. Jack wieder mit dem Ball. Muss jetzt nach vorne bringen irgendwie. Matthias, rechte Seite. Wird er gefoult. Allerdings sagt der Gegenspieler, der Torwart Ball, schießt hier Ball gespielt. Es ist die 12 ganz weit nach der linken Seite und wird wahrscheinlich den Ball festmachen wollen auf der eigenen. Passt nicht in die Mitte. So, komm Jungs, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Gleich ist nur 89. Minute angebrochen, die letzte. Jetzt auf der rechten ganz viel Platz da vorne. Und Georg Wehner mit dem Kopf dazwischen. Liam will da ausgewechselt werden. Na, es gibt doch keinen Eckball. Matthias. Lee, do you want to change? Ja, wieder Ball gewinnen und die Kontersituation für Ellers. Mit 12, wieder mit viel Platz vor sich. Macht einer übersteigen nach dem nächsten. Kommt am Gegenspieler vorbei. Ja, es wird Ecke gepfiffen. 90. Minute jetzt. I don't know what you want to do. Lee! It can't be a penalty. Lee! Lee, do you need a switch? Don't do it now, don't do it. Ja, Lee wird dann noch rausgewechselt. Die nehmen jetzt ganz viel Zeit von der Uhr. Und es gibt wieder eine Ecke. Ecke Ellers. Die nehmen noch sehr viel Zeit von der Uhr. Ja, Ecke wird sehr gut durchgeführt. In die Mitte gebracht. Auf der rechten Seite kommt Marek. Marek noch einmal nach vorne, alles nach vorne werfen. Ja, und wieder mit dem Ballgewinn von Ellers mit dem Zweikampf. Einwurf Germania. In die Mitte zu Nikolai. Nikolai zu Dapeo. Bring ihn nach vorne, Junge. Menon! Da kommen wir den Ball nach vorne zu Kuku. Kuku auf der linken Seite ist er. Nein, wird er wieder gestört. Und es gibt Einwurf für Ellers. Oder wie ich das sehe. Nein, doch. Einwurf Ellers. Falscher Einwurf. So, Jungs, alles nach vorne. Ein nach vorne, falscher Einwurf. Warte, Einwurf in die Mitte. Da war eigentlich ein Gegenspieler dazwischen, habe ich gedacht. Ist nicht. So geht der Ball drüber. Und der Gegenspieler kann wieder Zeit von der Uhr nehmen. Mit einem weiten Einwurf, mit einem weiten, weiten Abstoß. Weiter Abstoß. Mit dem Ball gewinnen. Komm, Kuku, alles nach vorne. Nein, wieder nicht. Der Ball ist wieder aus. Da lässt sich sehr viel Zeit mit dem Ball. Nochmal alles nach vorne. Marek mit dem Einwurf in die Mitte. Zu Gima. Nein, ging wieder dazwischen. Jack.
es gibt ja die zweite gelbe Karte und das ist rot. Jack! Das ist die zweite gelbe Karte von Jack. Absolut unglücklich. Absolut unglücklich. Kurz vor Schluss. Ja, jetzt ist die gelbe Karte nochmal für den Gegenspieler, für zu schnelles Ausführen des Freistoßes. Jetzt könnte es nochmal Freistoß für Germania geben. Nein, gibt's nicht. Ja, Jack wird dieses Jahr dementsprechend für das nächste Spiel gesperrt werden. Was das ein herber Verlust ist für die Mannschaft von Kiekenkittel. Come on, guys, up! Up! Bleibt nach vorne, allerdings glaube ich nicht mehr, dass das irgendwie noch passieren könnte. Guck auf der rechten Seite mit Benny. Und das war's. Ja. Das war's. 1-0 verloren. Zweite Niederlage in dieser Saison. Ja, absolut unglücklich. Ich glaube, Ellis hat ungefähr einmal wirklich aufs Tor geschossen mit dem Eckball. Der kam direkt durch, der ging hier rein. Dementsprechend das einzige Tor auf dieser Seite heute auf Seiten von Ellis. Und zusätzlich gab es noch die rote Karte von Jack obendrauf, die uns im nächsten Spiel fehlen wird. Das ist unglaublich unglücklich. Nicht den Spieltag, den wir uns erhofft hätten. Aber wir werden aufstehen. Die Saison ist noch lang. Es sind noch zwei Spiele. Zwei Spiele vor der Sommerpause zu spielen. Dementsprechend bedanken wir uns bei Ihrer Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielleicht winken die Jungs nochmal in die Kurve, glaube ich aber nicht mehr. Wir sind zu bedient nach diesem Spiel, nach diesem Ergebnis. Dementsprechend glaube ich, es wird ein Danke. So läuft es manchmal. So ist Fußball.